B2.2. Für die Punkte PN auf der Strecke AS gilt, APN ist gleich x cm mit x Element R und 0 kleiner x kleiner 10,82. Die Punkte PN sind die Spitzen der Pyramiden ABDPN. Zeichnen Sie die Pyramide ABDP1 und die dazugehörige Höhe H1P1 mit dem Höhenfußpunkt H1 Element AM für x gleich 5 in das Schrägbild zu B2.1 ein. Berechnen Sie sodann die Länge der Strecke MP1 und das Volumen der Pyramide ABDP1. So, hier gibt es wieder sehr viele Informationen auf einmal, das heißt, einfach wieder rein nach durchgehen. Um was geht's? Die Punkte PN auf der Strecke AS, das ist also diese Strecke hier, gilt der Abstand von A zu P1 beträgt x, APN beträgt x Zentimeter. Okay, also von A x Zentimeter abgemessen liegt hier irgendwo dann der Punkt P. So, diese Punkte PN sind Spitzen der Pyramiden ABDPN. Jetzt kommt die konkrete Aufgabe. Zeichnen Sie die Pyramide ABDP1 und die dazugehörige Höhe H1P1 mit dem Höhenfußpunkt H1. Und H1 liegt auf der Strecke AM. So, also hier unten auf AM liegt irgendwie dieser Höhenfußpunkt H. Für x gleich 5 in das Schrägbild zu B2.1 ein. Also, wir haben ja vorher gesehen, P liegt x Zentimeter von A entfernt. Also muss ich von x Zentimeter, was heißt x, 5 Zentimeter aus abmessen, um den Punkt P1 zu bekommen, welcher heißt ja x ist gleich 5. Also liegt hier mein Punkt P1. So, was muss ich damit machen? Zeichnen Sie die Pyramide ABDP1 ein. Also erstmal Pyramide zeichnen. So, hier nehme ich jetzt allerdings noch eine andere Farbe. Damit man die Pyramide auch sehen kann. So, nach A. Und jetzt brauche ich noch nach B. Ups, ja. Nochmal korrigieren. So, das ist jetzt die Pyramide ABDP1, ja, mit der Grundfläche im Dreieck ABD. So, zeigen sind wir auch noch nicht fertig, weil wir brauchen noch den dazugehörigen Höhenfußpunkt H1. Muss man jetzt einfach wissen, die Höhe liegt immer senkrecht. Also gehen wir einfach von der Spitze senkrecht nach unten, bis wir auf die Strecke AM treffen, weil hier steht ja, der Höhenfußpunkt H1 liegt auf AM. Und dann erhalten wir hier unser H1. Da schreibe ich nochmal ordentlich. Gut. Brauchen wir sonst noch was? Hier steht jetzt, berechnen Sie sodann die Länge der Strecke MP1 und das Volumen der Pyramide ABDP1. Also die Strecke zeichnen wir uns halt noch ein. Von M nach P1. Die da. Okay, jetzt haben wir alles eingezeichnet. Jetzt geht es noch ans Berechnen. Vielleicht noch hier zuschreiben, dass diese Strecke AP1 5 cm sind. So, zuerst MP1. Wie das übliche Spiel, ich schaue nach, in welchem Dreieck liegt diese MP1 und was kenne ich davon alles, was lässt sich damit berechnen. MP1 liegt in dem Dreieck MAP1, oder andersrum AMP1. Ja, ist es ein rechtwinkliges Dreieck? Wissen wir nicht, keine Ahnung, wie groß die Winkel hier oben sind. Ja, nicht davon ausgehen, das könnte einer sein. Wenn man es nicht genau weiß, dann nicht davon ausgehen. Also, kein rechtwinkliges Dreieck, damit funktioniert nur der Sinussatz oder der Kosinussatz. Für den Sinussatz müsst ihr mit zwei Winkeln rechnen, wir kennen aber nur einen, das heißt, der fällt auch schon mal weg. Bleibt der Kosinussatz übrig. Wir haben einen Winkel, eine Seite, zwei Seiten und die dritte Seite ist gesucht, also wird der funktionieren. Wir beginnen mit der Seite, die gegenüber vom Winkel liegt, also mit der Strecke MP1.
Dann gilt MP1 zum Quadrat ist gleich, und jetzt die beiden anderen Seiten, AM Quadrat plus AP1 Quadrat minus 2 mal AM mal AP1 mal Cosinus des Winkels, also CAS. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Die MP1 ist gesucht, die bleibt. AM waren 6 cm. AP1 ist laut Aufgabe 5 cm. Minus 2 mal 6 mal 5 mal Cosinus von 56,31 Grad. Und um jetzt MP1 berechnen zu können, müssen wir dieses Quadrat auflösen. Das geht mit Hilfe der Wurzel. Und dann folgt daraus, MP1 ist gleich, und jetzt fahre ich nach oben, damit ich leichter schreiben kann, Wurzel aus 6 Quadrat plus 5 Quadrat minus 2 mal 6 mal 5 mal Cosinus von 56,31. Und das kann man in den Taschenrechner eingeben, ergibt eine Länge von 5,26 cm. Wird aber auch als Teilergebnis angegeben. Hier haben wir es stehen, stimmt also. So, jetzt brauchen wir noch die H1P1. Das ist die da hier. Da müssen wir noch eine kleine Zwischenüberlegung machen, nämlich Höhen stehen immer senkrecht. So, also hier ist ein rechter Winkel zu finden. So, wieder gleiches Spiel. Wie kann ich das Ding berechnen? Ich suche mir ein Dreieck, wo diese Höhe drin liegt. Dann, ja, das erste Dreieck, das man vielleicht untersuchen kann, ist AH1P1. Ist das Dreieck rechtwinklig? Ja, haben wir ja gesagt, hier liegt ein rechter Winkel. Also funktionieren Sinus, Cosinus und Tangens. Was kennen wir alles draus? Wir kennen den Winkel und wir kennen die Hypotenuse, die liegt gegenüber vom rechten Winkel, und die Gegenkathete ist gesucht. Also gucken wir in der Formelsammlung nach, welcher dieser drei Sätze funktioniert. Und mit Gegenkathete und Hypotenuse ist es der Sinus. Also H1P1, Sinus vom Winkel CAS ist gleich Gegenkathete durch die Hypotenuse. Gegenkathete war unsere gesuchte H1P1 und die Hypotenuse ist die AP1. Setzen wir die bekannten Größen ein. Sinus von 56,31 Grad ist gleich, so H1P1 ist ja unbekannt, geteilt durch AP1, das waren 5. Formen wir es so um, dass H1P1 dann am Schluss alleine steht, also nach H1P1 auflösen. Erreiche ich dadurch, indem ich die Gleichung einfach mit 5 multipliziere, dann wandert die hier rüber. Also 5 mal Sinus von 56,31 Grad. Und das lassen wir uns in den Taschenrechner berechnen, kommt ein Wert von 4,16 cm raus. So, schauen wir oben nochmal nach. Jawohl, 4,16 cm passt. So, aber noch nicht weitergehen, weil wir sind noch nicht ganz fertig. Na, jetzt habe ich das H1P1 eigentlich eher aus den Teilergebnissen rausgelesen, als eher, dass ich das für das Volumen brauche. Ja, also wenn das Teilergebnis angegeben ist, dann kann man auch davon ausgehen, dass man es berechnen muss. Aber es steht jetzt hier nicht ausdrücklich drin, sondern braucht es halt für das Volumen. So, wie gesagt, wir sind ja nicht fertig, weil das Volumen haben wir noch nicht berechnet. Das machen wir jetzt. Volumen der Pyramide ABDP1. Schauen wir in der Formelsammlung nach. Volumen einer Pyramide. Ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Die Grundfläche ist hier jetzt das Dreieck ABD und die Höhe die Strecke H1P1. Ja, deswegen brauchen wir die. Also die haben wir jetzt gerade berechnet, die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt nur noch die Fläche der Grundfläche, also dieses Dreiecks. Und da müssen wir jetzt nur genau hingucken in diesem Schrägbild. Im Prinzip kennen wir schon alle Größen. Wir nehmen die Strecke BD als Grundseite. Ja, also Fläche eines Dreiecks ist 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Dann ist BD unsere Grundseite und diese Strecke AM liegt ja rechtwinklig auf dieser Grundseite.
Ja, wir haben hier nur diesen Verzerrungswinkel drin, also das ist zwar in unserer Zeichnung 45 Grad hier, aber da man sich das ja so schräg vorstellen muss, also dass der Punkt D hinten liegt und der Punkt B vorne, sind es hier immer noch 90 Grad. Jetzt da bitte dran denken, im Schrägbild. Dann haben wir ein halb mal BD mal AM und haben somit die Fläche der Grundseite und können dann das komplette Volumen berechnen. Also Volumen von ABD. P1 ist gleich ein Drittel mal, ja, das sind schön, mal die Grundfläche und das ist 0,5 mal BD mal AM, das ist das Dreieck, und mal die Höhe, das ist das H1P1. Gut, setz mal ein. Im Prinzip haben wir jetzt ja schon alles berechnet. Sonst, ja, sonst hätte man einfach an dieser Stelle jetzt das H1P1 berechnen müssen, aber ist ja wurscht. So, BD hatten wir mit 8 cm und AM waren 6 cm und H1P1 haben wir hier berechnet mit 4,16 cm. So, tippen wir den Taschenrechner ein. Und dann kommt ein Volumen von 33,28 Kubikzentimetern raus. So, und an dieser Stelle sind wir jetzt tatsächlich fertig, weil ja, das Volumen war das letzte, was wir berechnen mussten.